Ja, hallo Freunde der Kleinspuren, und außer einer Lokomotive für Spuren habe ich mir noch was von und für Märklin gekauft. Das ist die Baureihe 81, Artikelbezeichnung 30331, und es scheint die Version, die erste Version zu sein, laut dem Kollkatalog, weil diese Lokomotive hat den Handschalthebel. Und die wurde laut dem Kollkatalog gebaut von 1959 bis 1962. Und die Lokomotive besitzt die Telex-Kupplung. Die funktioniert auch. Ich finde, es ist ein schönes Modell. Sie sieht auch wirklich ordentlich aus. Ich meine, für über 60 oder 60 Jahre sieht sie gut aus, fährt auch gut und war auch echt preiswert. Also 25 Euro plus Versandkosten, da kann man echt nichts dagegen sagen. Und ich habe da echt Spaß an diesen alten Gussklumpen. Ja, dann bedanke ich mich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Und beim letzten Video für die anderen Spuren habe ich es gar nicht gesagt. Ich freue mich auf Kommentare, auf Kritiken, konstruktive Kritiken, auf neue Abonnenten und natürlich auf einen Daumen nach oben. Und ich bedanke mich für 100 Abonnenten. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.